Ich will ganz oben stehen und ich werde alles tun. Ich will weitergehen und immer nur der Beste sein. Hab so viel gelernt, es war eine harte Zeit. Der Tag ist nicht mehr fern, da zeig ich allen, was ich kann. Der nächste Schritt wird nicht der letzte sein. Das Spiel ist noch nicht vorbei, denn ich will ein Held sein. Halt dich an mir fest, denn ich will ein Held sein. Den der Mut nie verlässt. Doch am Ende werden wir sehen, wer ganz oben stehen wird. Okay, das war so falsch. Ich hätte mir den Text vorher anschauen sollen. Ach ja, Freunde, ich habe mal die Openings immer reingezogen. Es gibt so viele Pokémon-Openings und irgendwie kommt das gar nicht so rüber, wenn man dabei das Spiel spielt. Ja, ich wollte eigentlich so jetzt mal so als Easter Egg, so als Gag in jedem Part alle 17 Staffeln die deutschen Openings singen. Aber hab mir gedacht, ich bin nicht textsicher genug, vor allen Dingen nicht bei den neueren Staffeln, ja. Das eben war die 6. Staffel und passt deswegen ganz gut hier zu Pokémon Omega Rubin. Ich hätte am liebsten so ein geiles Special draus gemacht, wo ich mit der Karaoke-Version und, aber das ist mir so copyright-technisch. Ach, YouTube und der pingelige Sache da. Na gut, Freunde der Nacht der modernen Unterhaltung. Die Pokémon-TV-Serie. Lass uns doch mal darüber ein bisschen reden, ja. Also bin ich zufällig drüber gestolpert. 17. Staffel, das Opening. Ja, derselbe Text wie in der ersten Staffel, ne? Ich will der Allerbeste sein. Fand's jetzt gar nicht so schlecht. Da gab's schon schlechtere Openings. Also ich muss schon sagen, wenn euch das mal bei Zeit reinzieht, ich meine, auf YouTube gibt's die nicht mehr so. Schaut vielleicht mal auf mein Video oder so. Pokémon Opening und dann 1, 2, 3, 4, 5 bis 17. Ja. Ach ja, ich habe den EP-Teil angemacht, wie ihr sehen könnt. Einfach, weil wir so ein little bit unterlevelt waren. Und man teilt ja die EP nicht wirklich, sondern man bekommt nochmal das Doppelte hinzu. Ja, also das habe ich die ganze Zeit ausgehabt und wurde dafür gelobt, aber langsam sind wir fast unterlevelt und deswegen mache ich es ab jetzt an. Ja, also kann man echt die Openings, macht jetzt echt überhaupt keinen Sinn, so mit der, wenn ich jetzt so höre, wie der Battlezone von Omega Rubin gespielt wird und so, aber keine Ahnung, wenn ihr da so ein bisschen mit verbindet, schaut euch bei Zeit mal an, weil ja, diese Openings, die rufen, klingt jetzt blöd, viele lachen mich aus, oh, was ein Nerd, aber wirklich, da erinnere ich mich an die Zeit, als ich in dem Alter war, muss ich sagen. Jetzt nicht nur auf Pokémon bezogen, sondern keine Ahnung, was für ein Mädel ich verknallt war, sei es mit 12, 13 oder was. Oder, wie ich mich gefühlt habe, ne? Vielleicht kennt es der eine oder andere, vielleicht mit anderen Sachen, aber das ich verbinde damit so ein bisschen was. Muss man ganz ehrlich sagen. Und die Pokémon-Openings an sich, gut, das erste Opening ist natürlich ein Klassiker, ne? Ich will der Allerbeste sein und so. Das zweite ist, ich werde Pokémon-Meister, Pokémon, ich schaff das ganz allein, du schaffst das schon. Seht ihr, ich kann den Text nicht mehr komplett. Ach ja, hatte ich alle von den ersten 10 Staffeln, sowohl das deutsche als auch das englische als auch das japanische Opening auf dem Rechner. Fand es immer sehr schön, wie die. Ich stelle mich hier ganz schlecht an gegen den Mund hier die ganze Zeit. Muss man mal was versuchen. Ja, die japanischen Openings, die waren immer so liebevoll und lang und die wurden dann immer so geschnitten. Schlimm. Also was das Deutsche angeht, fand ich zum Beispiel das dritte Opening sehr schön. Diese Welt, in der wir leben. Das fünfte, richtig nice. Also das ist eine der Openings, wo ich mich wirklich erinnere an damals. Das fünfte Opening. Dann das sechste, was ich eben am Anfang versucht habe, euch vorzuträllern. Und das siebte, achte waren toll. Und dann kam schon die YouTube-Zeit. Und ich habe auf YouTube geschaut. Zickzacks geht hier ab, ey. Auf YouTube geschaut, wie das neunte Opening aussieht auf Japanisch. Und dann war ich so excited. Und dann hat mir das. War ich so enttäuscht vom deutschen neunten Opening. AP-Top. AP-Top? Ich kenne nur AP-Plus. Oder eben Ether. So, warte mal, müssen wir ganz kurz gucken, wo es weit. Ach so, hier ist ja nicht viel. Ich guck mich trotzdem um. Wir schauen uns die Route an. Wenn wir jetzt halt mal so einen Routenpart haben, können wir in aller Ruhe über die TV-Serie sprechen. Einerseits ist es natürlich eine tolle Sache. Wusstet ihr, wie die TV-Serie am Anfang aussehen sollte? Ja, es war zum Beispiel ursprünglich geplant, dass jeder Arena-Leiter sich Ash anschließt. Am Anfang kommt ja Rocco mit und dann Misty und dann haben sie es dann doch gelassen.
Aber es war so gedacht, dass, keine Ahnung, am Ende mit allen 8 Arena-Leitern im Rücken zu der Top 4 geht. Die er natürlich auch, das sollte er natürlich gewinnen. Warum mache ich eigentlich noch Panzer-Ehrung hier mit? Der arme Kerl wird sterben. Und natürlich sollte es eine abgeschlossene Serie sein. Also echt sollte quasi mit Pikachu, Bisaflor, Tlurak und Turtok und Tauboss quasi zu den Top 4 gehen und gewinnen, ne? Aber spätestens, ich glaube sogar noch, als sich Tlumana zu Texo entwickelt hat, Zickzacks, achso, mach halt Rotenschlag weg, da war es noch geplant, dass sich jeder entwickelt und so, auch Bisasam und Shigi, und das am Ende echt total die Pokémon-Liga rockt. Wie Pokémon Rot und Blau einfach aufgebaut sind. Auch mit Gary. Dass der dann nach den Top 4 der total epische Rivale ist. Und ja. Aber sie haben schon relativ früh gemerkt, auf was für ein... Ja. Auf was für eine Goldmine sie gestoßen sind mit Pokémon. Und haben natürlich nicht im Traum daran gedacht, die Serie zu beenden. Da kam auch Togepi ins Spiel. Und so weiter und so fort. Jetzt nur gegen Vogel-Pokémon im Kämpfen, aber diesmal mit Panzer-Eron wirklich baden gehen. Ja, die erste Staffel ist natürlich was ganz Besonderes, hat für mich ein ganz anderes Feeling als alle anderen Staffeln davor oder danach. Davor, ja klar. Alle anderen Staffeln nach der ersten sind für mich was anderes, ja. Besonders langweilig, so vom Inhalt fand ich echt die Staffeln 2, 3 und 4. Weil die waren wirklich jede Folge, und es wurde damals abgelästert, war berechtigte Kritik, dass die echt in jeder Folge irgendjemanden kennengelernt hat mit irgendeinem Pokémon, das irgendein Problem hat, weil es eine Attacke nicht kann oder, keine Ahnung, Pokémon, was für ein Beruf quasi gut ist und sowas. Und das hat dann, hier, Rudi! Ich könnte auch versuchen, Zickzacks immer zu umzubringen am Anfang, da bekommt er keine EP, aber ach, sei es drum. Das bisschen sei ihm gegönnt. Ne, und... Ja, das war eigentlich in jeder Staffel in jeder Folge dasselbe. Die kommen irgendwo hin und haben die Probleme und dann kommt Team Rocket und wird Team Rocket besiegt und das Pokémon, was das Problem hat, das Problem ist gelöst. Da war man immer froh, wenn irgendwann mal eine Arena wieder kam. Man hat immer gewartet, so, wann kommen die endlich mal wieder in eine Arena? Und die zweite Staffel war insofern schlimm, weil das immer diese Orange-Inseln waren und auf jeder Insel war dasselbe Kriemskrams. Und dann kamen sie nach Johto. Wer? Zickzack ist es, der nervt mich jetzt aber. Ja. Nach Johto und da musste in jeder Folge ein neues Pokémon der zweiten Generation vorgestellt werden. Das war schlimm und die vierte Staffel fand ich in dem Sinn auch lieblos. Haben sie allerdings selbst gemerkt und deswegen die fünfte Staffel viel besser gemacht. Haben sie auch irgendwie die legendären Pokémon rausgehauen. Da war da auf einmal... Oh, guck mal, Team Magma. Gehe ich jetzt den anderen Weg? Ach nee, wir sind ja hier gewesen. Ach, das... Ah, okay. Gut, hab schon verstanden. Na, da war auf einmal irgendwas mit Lugia, irgendwelche Folgen. Also die fünfte Staffel war dann wieder cool. Was sind das jetzt hier für ein Gebäude? Also gerne auch eure Meinung zur TV-Serie in die Comments. Ich finde es schon schade, dass die neuesten Folgen nur noch fürs Internet quasi gemacht werden. Langsam beschleicht mich das Gefühl, dass mich mein Leben lang immer nur Wachen halten werde. Ach ja, und echt Synchronsprecherin war die ersten... Stopp, lass mich überlegen. Genau, die ersten vier Staffeln war die erste Ash-Synchronsprecherin. Die sagt doch immer Pokémon. Und nicht Pokémon, sondern Pokémon. Das ist ja ein Pokémon. Ne, und dann wurde die zur vierten Staffel, glaube ich, abgelöst. Und die ist leider gestorben, die neue Synchronsprecherin von Ash. Die war am Anfang ganz schön in der Kritik. Die ist leider gestorben nach der 12. Staffel oder so. Und die alte hat wieder übernommen, die erste. Aber die will jetzt auch nicht mehr. Der Charlie hat mir erzählt, dass die irgendwie ein Bewerbungssprech machen für die neue. Ich kämpfe erstmal gegen die. Bewerbungssprechen gemacht haben, werde du die neue Synchronstimme von Ash. Und deswegen, es wird gar nicht mehr in so einem professionellen Rahmen gemacht, weil es nimmt ja eh kein Ende. Also könnt ihr euch sicher sein, dass auch eine siebte Generation kommen wird und dass es immer weitergeht. Vielleicht nicht unbedingt jedes Jahr. Vielleicht regt sich es irgendwann mal ab, dass es nur alle 2 oder 3 Jahre neue Pokémon-Spiele erscheinen, aber... Ja...
wie das eben so ist, wie das Leben so spielt. Es wird weitergehen, weil es verkauft sich wie geschnitten Brot. Und ich habe das Gefühl, die werden auch dann immer weitermachen mit der TV-Serie. Für mich schon zu viel. Wisst ihr, damals war so ein Riesenakt, als auf einmal Misty und Rocco weg waren und jetzt werden sie so oft die Begleiter ausgetauscht und die Pokémon immer Neustart. Das ist für mich so, keine Ahnung, ständig. Das kommt mir so vor, als wäre alle zwei Monate hätte er neue Begleiter, obwohl es gar nicht so ist, ne? Aber naja. Was sind eure Lieblingsstaffeln in der Pokémon-TV-Serie? Oder wie seht ihr das? Ja, ich kann mich erinnern, dass ich am Anfang... Ich habe auch zu YouTube-Zeiten, da waren noch alle Folgen auf YouTube. Ich habe ja selbst mal Pokémon-Folgen hochgeladen. Ich habe mir gedacht, ich gucke jetzt mal alle Folgen durch. Ne? Was ein Unterfangen. Pokémon, alle Folgen durchgucken. Ist immer so, die ersten 6 Staffeln, die gingen wie sonst was. Aber als es dann anfing mit Maike und so und ihrem Bruder Max da, den mochte ich mal gar nicht. Leider Gottes. Maike irgendwie schon. Ja, aber weit nicht, weiß nicht. Flemly ging mir auf den Keks. Und das war halt so die Zeit, wo ich gerade Pokémon Diamant und Perl so gesuchtet habe. Da hab mir gedacht, ey, guck dir doch mal die 10. Staffel an. Und die fand ich eigentlich richtig geil mit den ganzen Pokémon, sei es Knospi oder... Ich habe mich da gefreut, wenn da so Pokémon zu sehen waren. Und es waren ja auch noch Retro-Pokémon dabei, weißt du, wisst ihr? Also Pokémon der ersten Generation wurden da immer wieder mit eingebaut und das fand ich halt gut. Brauchst keine Mega-Entwicklung machen für einen Golbat. Das fand ich dann immer richtig nice, ehrlich gesagt. Auch die japanischen, das Japan, weißt du, was das für mich das beste Pokémon-Opening ist? Das ist das japanische Opening, ich weiß nicht, ist die 13. Staffel im Japanischen, ist es ja immer so ein bisschen durcheinander auch, leider. Du darfst noch. Aber das war irgendwas mit Everyday. Obwohl es ein japanisches Opening ist, heißt es irgendwas mit Everyday. The Greatest Everyday. Könnt ihr mal gucken, wenn es auf YouTube nicht gibt, dann irgendwo Dailymotion, mein Video, aber hier... Pokémon The Greatest Everyday. Ich mag dieses Opening. Wisst ihr warum? Die haben da alle... mach Scheinwerfer, sehr effektiv. Er hat doch nur seine Smogon. Die haben da alle legendären Pokémon eingebaut. Bis zu dieser 4. Generation eben. Ich fand das so geil. Ich habe das auf YouTube gesehen noch, ich glaube ein ganzes Jahr bevor das irgendwie nach Deutschland kam. Ich habe gedacht, so geil können die das gar nicht hinkriegen, das deutsche Opening. Also manche Openings haben sie ja versaubeutelt, finde ich. Zum Beispiel auch das 11. oder... Nein, das 11. Opening war noch richtig cool, glaube ich. Das 12. Ich glaube, das 13. war es. Das fand ich nämlich auch ziemlich cool. Auf Japanisch und naja. Aber es gab ein Opening, das hat mir gar nicht gefallen. Das war irgendwie nur so eine Pikachu-Animation. War, glaube ich, zur ersten Staffel von Schwarz und Weiß. Und deswegen habe ich mich da auch gar nicht mehr großartig beschäftigt damit. So, aber jetzt mal weiter mit dem Game. Sorry. Was? Das ist doch... Wusste etwa Mark von all dem? Oh nein! Das sind unsere kostbaren Forschungsergebnisse. Gib sie zurück! Ich bitte um Ruhe. Der Doktor, alles in Ordnung? Ich bin sprachlos. Oho, das bringt selbst mich aus der Fassung. Mark, unser großer Anführer... Was haben sie mit dieser Welt bloß vor? Was haben sie mit uns von Team Magma vor? Das ist unverzeihlich. Oh, hier ist dicke Luft. Ich würde gerne... Ich glaube, ich tue mein Pokémon erstmal heilen, bevor wir dann weitergehen. Kann das? Also abschließend sei gesagt, erstens, ich finde es gut, dass die Pokémon-Serie immer weitergeht. Ich habe, glaube ich, als die ersten XY-Folgen kamen, die wurden ja irgendwie im Internet so ein bisschen angeteasert, dass man diese schon anschauen kann. Ich habe die, glaube ich, auch hochgeladen oder keine Ahnung, mich auf jeden Fall mit euch darüber unterhalten. Und ich fand es richtig gut gemacht, ziemlich actionreich. Die Sirena ist ganz okay, hat da reingepasst. Das läuft schon. Manche verhassen es, aber man muss ja immer offen sein für Neues. Mal sehen, die ersten 5 Staffeln haben sich ja relativ geglichen. Also das ist so ein bisschen das Original, gibt es mehr als genug. Die ersten 2 Staffeln kann ich euch auswendig, den ganzen Text fast von jeder Folge. Es wurde 800 Mal wiederholt und man hat sich wirklich jede Folge angeguckt. Das war ja... Das waren Zeiten. Hat überlebt. Aber wirklich lebendig ist dieses Magnaien nicht mehr. Da haben wir nochmal Feuer-Odem.
Vielleicht schaue ich irgendwann mal rein, mir fehlt einfach die Zeit. Aber genial gemacht ist es. Und ich finde es schade, dass ich die ganzen Openings nicht mehr auf dem PC habe, weil die waren immer sehr liebevoll gemacht. Teils, teils. So, Pokémon heilen. Oder Schwester Joy. Schwester Joy und hier Officer Rocky, die haben ja ein komplett neues Redesign bekommen. Also, wo ich das gesehen habe. Ich glaube, bei Schwester Joy gab es ja so einen Shitstorm, dass die das wirklich nochmal überarbeitet haben. Also, weiß nicht. Ich finde es in Ordnung, ich finde es gut, aber trotzdem muss man mal honorieren. So, wo stecke ich denn hier überhaupt? Weit weg von der Welt. Gab es denn nicht irgendwas, wo ich mich mal heilen konnte? Ach, da hätte ich mal auch mal hingekonnt. Ich muss mal unten lang watscheln. Das machen wir gleich. Hier kann ich hier meine Pokémon heilen, ich glaube schon. Wir gucken mal. Alles andere wäre böse. Jawohl. So hat er es. Dankeschön. Gut. Das Pokémon-Team ist wieder fit. Ja, was soll man noch sagen, wie sich das weiterentwickeln soll mit Pokémon? Es geht halt immer weiter. Wird bestimmt... Ich will einfach mal tippen, dass auf dem New 3DS ein neues... Jetzt bin ich doch nicht unten lang gegangen, ne? Warte. Im New 3DS neue Abenteuer erscheinen werden. Und ist nichts, aber ich möchte trotzdem zumindest die Bären pflücken, weil sonst fühle ich mich unvollständig. Ah, nein, Willis. Hey, da kann ich mit dem Rad noch rüber. Dürfen wir nicht vergessen. Ja. Ja, und wie gesagt, die erste Staffel sollte eigentlich die einzige bleiben, ja. Ash besiegt die Top 4 und gut ist. Und dann soll es noch einen Cliffhanger geben, was mit Mewtwo und Mew ist. Und da war es schon von Anfang an geplant, dass man da wohl ein, Ach, danke, kann man auch ein bisschen kommen. Hoffentlich gibt es da Bären, die Schlaf heilen. Ich habe keinen Bock, wieder zurückzulaufen. Und dann sollte es einen Film geben, der die ganze Story um Mewtwo und Mew behandelt, ne? Und den haben sie dann sogar vorgezogen. Nachdem denen klar war, dass es nicht so enden wird und dass es auch nicht der einzige Film bleiben wird. Aber ich muss sagen, zur vierten Generation, da habe ich mich wirklich noch gefreut auf jeden Film. Oder bei jedem Pokémon-Film war ja auch das Opening... Wurde ja quasi überarbeitet. Hier geht es nur mit dem Kunstrad. Ja, dann halt nicht, ne? Bekommt man das auch noch? Muss man nochmal bekommen, ne? Man kann so viele Orte nicht erreichen, weil wir das andere Rad brauchen. Tja, wie soll ich sagen? Wir müssen Kamaup aufwecken. Ja, jetzt greift er mich auch noch an, oder was? Jetzt lass mich weg. Soll man nicht die Krise kriegen hier? Soll man nicht die Krise kriegen? Ey! Ich bin zurückgegangen, um meine Pokémon zu heilen. Da kommt dieses Gera-Dax an. Und macht mich ein bisschen aggro. So, pass auf. Ich gehe in den Beutel und gebe ihm ganz kurz eine Beere. Die das heilt. Vergiftung. Paralyse. Ist Schlaf, ne? Das weiß ich schon gar nicht mehr. Es wird keine Wirkung haben. Bin ich doof oder so? Da ist der Schlaf. Entschuldigung. Also kann man sich stundenlang unterhalten über diese TV-Serie, die ja schon seit den 90er Jahren in Japan einfach jede Woche eine Folge ausgestrahlt wird. Nicht wie bei uns. Jeden Tag eine, wenn es eine neue Staffel gibt, sondern in Japan läuft es einfach durchgängig. Seit der ersten Folge bis heute jede Woche eine neue Folge. So. Und immer entsprechend der jeweiligen Generation. Also schon gut gemacht. Aber es kann mir niemand auf der Welt erzählen, dass er alle Pokémon-Folgen durchgeguckt hat. Das kann mir auch keiner von euch erzählen. Ich hab's versucht. Da müsste man schon meine Generation sein. Ich war damals 10 Jahre alt, als Pokémon kam. Und das Ganze bis heute jede Folge. Und das, nein, das hat niemand geschafft. Hohoho. Sag mal, bist du eigentlich eine heimliche Bewunderin von mir, Kindchen? Du scheinst mir ja selbst dann auf Schritt und Tritt zu folgen, wenn ich in Eigenregie unterwegs bin. Hohoho. Aber ehrlich gesagt kommst du mir gerade ganz gelegen. Es ist viel geschehen, von dem du nichts weißt. In mir herrscht ein fürchterliches Gefühlschaos. Daher werde ich diese Gelegenheit nutzen, um all die bitteren Gefühle, die sich in mir angestaut haben, an dir auszulassen. Mach dich darauf gefasst, gezüchtigt zu werden. Was ist los mit dir?
Glaub, solltest mal zum Psychiater. Vorstand Kalle. Der hat's doch nicht mehr alle. Boah, ich will so ein Pokémon. Was für ein Level hat das Vieh? Mann, unser wird sich ja bald weiterentwickeln, oder wie sieht's aus? Erdkräfte, los. Nicht im Ernst jetzt. Ja, okay. Hatte jetzt auch nicht mit dem Sieg gerechnet, ehrlich gesagt. Aber wir wissen ja, Kamerupt, ne, so Feuerboden, sollte sich in Acht nehmen vor Wasser. Und jetzt werden wir endlich mal Surfer in Aktion sehen, auch wenn es nicht ganz auf Moabe zugeschnitten ist. Das ist bitter. Bei vierfacher Schwäche den nicht zu besiegen. Was bist du eigentlich für ein Wasser-Pokémon? Ich bereue meine Starterwahl. Ich bereue sie. Wir werden nie wieder Moabel nehmen. Also Hydropi. Egal wie, wo, wann. Aber der wird sich ja jetzt bald entwickeln auch. Ist gar nicht so bedacht. Na, wie geht's deine Gefühlswelt, hä? Meine Güte, heute ist wirklich nicht mein Tag. So viel Stress verkrafte ich in einem Tag nicht. Ich kann nicht mehr. Hör mir gut zu, Kindchen. Wenn unser Anführer erst einmal seinen Plan in die Tat umgesetzt hat, dann wird die Welt, die wir kennen, in ewiges Zwielicht gehüllt. Das Meer, wo es einst begann, wird dann zu einem Ödland, das unser aller Ende bedeutet. Alles Leben wird sein Ende finden. Sag, Kindchen, was gedenkst du im Angesicht dieses unabwendbaren Schicksals? Was gedenkst du im Angesicht dieses unabwendbaren Schicksals zu unternehmen? Bin sehr gespannt auf deinen nächsten Schachzug. Hohoho. Unser Anführer sollte inzwischen auf dem Weg zum Pyroberg sich befinden. Ich muss ihm folgen. Ach, Kalle. Kalle. Du hast uns gerettet, vielen Dank. Das weiß ich sehr zu schätzen. Doktor, alles in Ordnung? Ach, diese Ohrfeige hat es ganz schön in sich. Diese Halunken. Sie wollten, dass wir ihnen Aufzeichnungen zu extremen Wetterphänomenen zeigen, die bereits Jahrtausende zurückliegen. Aber wozu nur? Geht doch gar nicht, kannst du gar nicht. Woher? Wie denn? Geht das? Nee. Aber genug Gehader. Zunächst möchte ich dir nochmal vom Herzen danken. Es mag zwar eher unkonventionell sein, aber nimm doch bitte dieses Pokémon als Zeichen meines Dankes an. Ach, du hast keinen Platz für dieses Pokémon. Sprich mir wieder an, sobald du einen Platz im Team geschaffen hast. Noch ein Wort zu den Daten, die sich diese Gauner unter den Nagel gerissen haben. Sie befassen sich mit Wetterkapriolen, die vor Jahrtausenden von zwei legendären Pokémon verursacht wurden. Bei einem von beiden handelte es sich um das legendäre Pokémon Groudon. Es heißt, es habe damals seine Gestalt geändert, indem es eine Energieform in sich aufsog, die der in der Natur in Überfluss vorhanden ist. Die sogenannte Naturenergie. Weiterhin heißt es, dass es eine fatale Dürre ausgelöst hat, durch welche die Gewässer vertrockneten und versandeten. So hätten die Landmassen um ein Haar die Meere dieses Planeten vollständig verschluckt. Diese besondere Verwandlung Groudons nennt man auch Protomorphose. Die aus der Protomorphose resultierende Gestalt Groudons heißt in Anlehnung daran Proto-Groudon. Die Protomorphose ist ähnlich wie die Mega-Entwicklung eine der verschiedenen Entwicklungsformen, die Pokémon unter bestimmten Voraussetzungen durchführen können. Rein theoretisch mindestens. Denn außer Groudon, einem weiteren ursächlichen Pokémon, ist es keinem anderen Pokémon je gelungen, eine Protomorphose durchzuführen. Das ist wohl auch der Grund, weshalb sie als Entwicklungsform in Vergessenheit geraten ist. Wir müssen doch leider wieder in die Arbeit. Schau doch bitte im Erdgeschoss vorbei, wenn du einen Augenblick Zeit hast. Wir möchten uns nämlich noch für deine Hilfe bei dir erkenntlich zeigen. Ist das so? Denn dann gehe ich jetzt mal, ne? Dann gehe ich jetzt mal. Die Protomorphose. Okay, da ist der Fuzzi-Capito. Oh, da bist du ja. Schön. Ich hab das hier für dich. Ein Beulenhelm. Alleine der Träger des Beulenhelms in der direkten Attacke wird doch der Angreiferschaden zugefügt. Jetzt habe ich mir auch ein paar blaue Flecken eingehandelt, aber natürlich mit Absicht, versteht sich. Echt jetzt? Im Ernst? Vielleicht können wir, wenn das alles ist, dann können wir das ja ruhig jemandem geben. Pass auf. Wenn das alles ist. Tja. Klingt gut. Panzeron hat noch kein Item. Was hat eigentlich... Achso, der Latios Need hat er. Ich habe mich gefragt, was Latios für ein Item trägt. Dumme Frage. Naja, dann können wir jetzt wohl hier weiter. Ist das nicht ein schöner Ort, um zu beenden? Ja, doch natürlich. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Ich möchte die Freunde über einen Daumen hoch und bis dann und ciao.